Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 Singleplayer Projekt auf der Gold Crest Valley. Ich bringe jetzt erstmal die Traktoren wieder in Bewegung. Nachdem in der letzten Folge eine große Nachfrage nach was war das in dem Fall nochmal? Da liegen mittlerweile auch schon ein paar Tage dazwischen. Zwischen den beiden Aufnahmen. Arie für Gerste. Gab es da diese große Nachfrage? Dann schaue ich mal, wie es bei den Finanzen steht. Na gut, die Wirtschaft ja sowieso in die eigenen Kassen. Okay, der ist fertig. Dann kannst du hier den Rest fertig machen. Und mit dem fahre ich jetzt zum nächsten Feld. In dem Fall Feld 15. Dort wird nochmal Weizen angesät. Das ist halt der Vorteil der Direktsaat, dass ich halt direkt die Zwischensaat untergruppern kann. Vorausgesetzt, ich kriege den Traktor richtig positioniert. Und dann werde ich auch auf Feld Nummer 14 auch dann selber mit dem Ansehen beginnen. Ich habe den auch richtig positioniert, dass von der Breite her hinkommt. Scheinbar, aber doch, werden wir gleich sehen. Ja, passt soweit. Dafür brauche ich den Fendt. Das heißt, ich tausche mal kurz den Anhänger gegen die Sämaschine. Die steht an den Auffülltanks. Dürfte eigentlich komplett aufgefüllt sein. Sowohl Düngemittel als auch Saatgut. Nehme ich hier Körnermais. Und den positioniere ich schon bereits wieder am nächsten Feld. Da kann das Zwischensaat untergegruppert werden. Irgendwann werde ich auch mal wieder in größere Maschinen investieren. Aber aktuell spare ich halt noch ein bisschen. Auch wenn ich nicht genau weiß, worauf. Das werde ich dann aber mal sehen, wenn es dann soweit ist. Gut möglich, dass es dann die große Sämaschine dann wird. Von Horsch. Dass ich dann halt umstelle auf 9 Meter Arbeitsbreite. Anstatt den jetzt gängigen 6 Metern. So, GPS an. Arbeitsbreite auf 6 Metern. Ausgesetzt, ich krieg's auch hin, dass ich alles richtig positioniert bekomme. Und dann kann die auch angesät werden. Möglich, dass ich die Arbeitsbreite aber nochmal verringere.
Da war halt die Bewandtnis, hätte ich auch wirklich akkurat alles fahren kann. Das hat keine Direktsaat, daher muss ich das hier alles erstmal untergruppern, was an Zwischensaat vorhanden ist. Und na gut, die Arbeitsbreite muss ich doch noch ein bisschen verringern. Aber noch entsprechend anpassen. Und so, wenn die Maschine dann wieder hoffentlich richtig positioniert ist. Nächste Bahn. Das geht jetzt so die nächsten paar Folgen wahrscheinlich. Ich meine, je größer die Sämaschinen, desto schneller geht das ja. Und der Mais, der hier angebaut wird, der ist für die Silageproduktion gedacht. Also für Biogas. Erzeugung innerhalb der BGA. Das Wenden muss ich halt noch ein bisschen üben. Wie ich das auch ordentlich hinbekomme. Ich könnte natürlich auch ein das so ähnlich machen wie mit dem beim Pflügen. Dass ich halt immer eine Reihe erstmal auslasse und dann die anderen Reihen ziehe. Da muss ich aber noch sehen. Ich glaube, so werde ich es tatsächlich machen. Immer eine Reihe auslassen. Dann dürfte das auch gehen. Man muss sich nicht fünfmal wenden. Das dauert natürlich dann wiederum weniger, weil ich gleich in einem Zug rumkomme. Aber was mir halt fehlt, ist so eine richtig schöne Karte mit Wirtschaftszweigen. Das fehlt irgendwie. Ich muss ja mal im gesamten Mod-Universum zunächst jetzt mal so nachschauen, also was so an gemoddeten Karten gibt. Je nachdem, wie es dann geht. Ich werde doch mal irgendwann dann mein Lenkrad mal versuchen anzupassen, dass es für einen Landwirtschaftssimulator funktioniert. Wäre natürlich richtig schön, wenn ich mit Lenkrad fahren könnte. Ist zwar nicht das LS-Lenkrad, aber
könnte auch funktionieren. Aber gut, möglich, wenn ich jetzt in dem Tempo weiterarbeite, dass ich innerhalb der nächsten zwei Folgen auch alle Felder angesät habe, beziehungsweise angesät haben lasse. Mag das jetzt so schnell hintereinander gehen, aber es dauert trotzdem immer so eine Weile. So. Und jetzt geht es erstmal so an die nächsten Bahnen. Das heißt, ich muss hier erstmal irgendwie das Ding gewendet bekommen. Zumindest die Weizenfelder sind schon fast komplett angesät. Auch wenn da immer wieder solche Lücken lässt. Es liegt dabei wohl eher an den Helfern, dass die da immer wieder diese Lücken lassen. Jetzt halt noch der andere Elfer beim Grubbern unterwegs. Irgendwann werde ich das ja auch alles vielleicht mal mit anderen Mods ersetzen. Halt den klassischen Elfer. Sollte es mal irgend sowas wie Curseplay geben. Auf solche Mods warte ich halt immer noch, dass es sowas gibt. Das Problem ist halt, der verbraucht, diese Sämaschine, das sehe ich gerade erst, der verbraucht ja richtig viel an Saatgut. Da ist schon bereits zu 4/3 schon, 4/3, klar, zu 4/5, aber schon zu 80% leer. Also das ist wirklich horrender Saatgutverbrauch. Ah, da hat doch nur so diesen kleinen Saatgutbunker. Der Rest, was man ja sieht, ist für Düngemittel. Das ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Das heißt, ich muss dann nach dem Feld den erstmal wieder auffüllen. Sonst kriege ich das auf dem anderen Feld wahrscheinlich nicht hin. Da ziehe ich vielleicht eine Bahn, dann muss ich auftanken. So, das ist schon bereits die letzte Bahn von dem Feld.
Und fertig. Glaube ich schon mal die einen Maschinen zusammen. Das sind hier stehen. Jetzt höre ich hier nochmal, ob noch irgendwo nachgearbeitet werden muss. Das kann man dann immer sehen, wenn die dann quer gezogene Linien dann immer zu sehen sind. Hier war das ja nicht so schlimm, das war ja auf der anderen Seite. Ja, man sieht es auch. Liegt da wahrscheinlich an den topografischen Gegebenheiten. Und dass dann halt auch diese Objekte im Weg sind. Zumal ich sowieso für den Schuppen dort keine richtige Verwendung sehe. Könnte ich das auch genauso gut verkaufen. Diese Sämaschine werde ich jetzt erstmal nicht mehr so lange für die nächste Zeit erstmal brauchen. Zumindest bis nach der nächsten Ernte. So, und im nächsten Teil geht es dann auch mit dem nächsten Feld weiter mit dem Ansehen. An dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.